Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Miki ist gerade bei der Anti-Doping-Kontrolle, sonst würden wir jetzt ein Dreier-Interview machen. Für euch beide ist es jetzt der dritte und vierte WM-Titel im Mannschaftszeitfahren. Ist es der schönste? Oh, für mich persönlich ja. Ich habe es gestern schon zu Alena gesagt, wenn wir heute gewinnen, das ist mein allergrößter Traum. Ja, ich finde auch, also es war nach letztem Jahr auf jeden Fall schwierig, drei so starke Leute zu ersetzen, und es war ein hartes Stück Arbeit, hier eine richtig gute Mannschaft an den Start zu stellen, die zu motivieren, denen das Feeling weiterzugeben, dass wir hier gewinnen können. Und ja, es war ein richtig, richtig schöner Tag heute. Ja, ich denke auch vor allem nach Schweden, weil wir da nicht gewonnen haben, und viele haben erwartet jetzt, ja, wir werden es richtig schwer haben hier zu gewinnen, und hatten uns vielleicht nicht so auf der Rechnung wie andere Jahre. So, von daher ist es viel schöner. War der Druck dadurch auch höher auf euch selbst, oder war der Druck dadurch eher geringer? Naja, den Druck macht man sich ja selber irgendwo, aber ich denke, von außen war das vielleicht nicht so zu erwarten, dass wir hier ganz vorne mitfahren können. Also ich denke, dass uns viele nicht so auf der Rechnung hatten wie andere Jahre. In Schweden war Miki, jetzt sitzt jetzt gerade nicht hier, jetzt ist ein bisschen fies über sie zu reden, aber sie war in Schweden nicht ganz so stark, heute dafür bis fast ganz zum Schluss dabei. Was hat sie anders gemacht, oder was habt ihr mit ihr anders gemacht, dass es so viel besser funktioniert hat? Das war eine ziemliche Leistungsexplosion eigentlich. Erstens mal hatte Miki heute einen super starken Tag. Ich denke, in Schweden war sie vielleicht auch ein bisschen angenockt, einfach von all den Wettkämpfen, die sie da vorgefahren ist. Und wir haben uns eine gute Taktik überlegt, um jeden von uns bestmöglich nutzen zu können heute an dem Tag und jeden an sein Limit zu bringen. Und an den schwierigen Sektionen, wo es berghoch ging, haben wir sie ein bisschen hinten drauf sitzen lassen und ein bisschen ausruhen lassen, und dafür in den Abfahrten und Stücken, wo es ein bisschen bergab ging, total eingesetzt. Und sie hat heute echt einen super tollen Job gemacht. Okay. Ihr hattet einen Plan, ihr seid ziemlich schnell angegangen. War das von Anfang an genau so gedacht? Habt ihr dann mit Barbara ziemlich viel Tempo gemacht, oder wie war das angedacht? Ja, natürlich war es der Plan. Also das hatten sie die letzten Jahre immer schnell gemacht. Und es ist halt schwierig, das dann ansonsten nochmal irgendwo wieder reinzuholen, was man am Anfang verliert. Und wir sind damit gut gefahren, schnell anzugehen, und deswegen war das auch heute unser Plan. Okay. Am Ende ist ja trotzdem der Anstieg entscheidend. Ellen van Dijk hat da ein bisschen Anschluss verloren, bei Bulls hatte ein bisschen Probleme. Bei euch ist dann die Carol Ann ganz oben weggefallen. Wann habt ihr das gemerkt, oder wie ist der Berg gewesen für euch? Ja, also eigentlich haben wir das erst dann oben gemerkt, als der Berg schon wieder vorbei war, wo ich nochmal Tempo machen wollte vorne, habe ich das dann über Funk erfahren, dass wir gerade unsere vierte Fahrerin verlieren. Und dann muss man natürlich nochmal Tempo vorne rausnehmen und einfach versuchen, die mitzunehmen. Man darf die dann nicht abhängen. Als ihr über die Linie kamt, hat der Sprecher ziemlich geschrien, sie haben es geschafft. Habt ihr das wahrgenommen? Nimmt man das dann wahr? Ja, ich habe es im letzten Moment noch gehört. Also ich habe ihn auch rückwärts zählen hören vor der Ziellinie, und dann habe ich es im letzten Moment gehört, als wir über die Linie gefahren sind. Und was denkt man dann? Yes! Ich bin einfach vom Rad gesprungen. Ja, also es war ein super Gefühl. Ich meine, es war wirklich für uns heute ein harter Kampf, und wir lagen in der Zwischenzeit ja auch immer hinten, und dann den klaren Kopf zu behalten und wirklich bis zum Ende zu kämpfen und auch im Kopf ständig noch dabei zu bleiben, hey, wir können das Rennen aber immer noch gewinnen. Das ist hier wichtig, und das haben wir heute gemacht, und das hat uns heute zum Sieg geführt. Okay, eine letzte Frage nach vorne blickend. Jetzt kommt das Einzelzeitfahren. Wie schwer ist es jetzt, den Schalter umzulegen und zu sagen, wieder vollen Fokus? Könnt ihr heute Abend überhaupt feiern miteinander? Naja, nicht feiern, aber wir werden uns schon noch mal kurz zusammensetzen. Aber wir müssen ja auch umziehen, jeder in andere Hotels zu Nationalmannschaften. Ja, und morgen geht's weiter. Ja, auf jeden Fall gibt uns der Erfolg natürlich jetzt Rückenwind für die Woche, und es war ein toller Start hier in diese Weltmeisterschaften, und ich denke, da kann man jetzt halt nach vorne blicken. Okay, dann viel Spaß jetzt bis zum Umzug ins Hotel. Danke. Ciao.